Okay, Chiquito jagt schon den nächsten Schwarm und bringt uns etwas und dann dafür müssen wir nicht mehr aufstehen. Praktisch. Und befehlen. Vögel zu jagen, Chiquito. Liebes Tier. Sehr, sehr liebes Tier. So, wir können gleich da mal das Bäumchen hier bestäuben. Und öffnen. Und öffnen. Und den Katzenklo sauber und kümmern nicht. Chiquito ist ein munterer Kater. Er liebt es herumzurennen und kann besonders aktiv sein. Das reicht mit Schlafen. Hast du noch irgendwie Vogelkotze für uns? Ich hoffe, er macht das gern. Ach, der ist süß. Und wir brauchen eine Mülltonne für den Müll. Klingt logisch. Gibt Sinn. Entenfedern, Möwenfedern, Taubenfedern. 70 Simoleons, 25, 200 Simoleons. Oh Gott, ich finde immer, als würde ich schummeln, weil das so schnell geht. So, meine Liebe, du darfst auch noch mal angeln gehen, würde ich sagen. Du gräbst, erntest alles, suchst noch einen Frosch und dann kannst du angeln gehen. Oh Gott, da ist auch schon wieder eine Katze, aber nein, wir haben schon Chiquito, um die müssen wir uns kümmern. Alles ernten beim Gänseblümchenstrauch, das können wir auch machen. Komm, das ist unseres. Oder Chiquito? Das nicht im Inventar platzieren? Im Inventar platzieren. Achso, da müssen wir hinlaufen für. Oh Gott. Singfähigkeit erworben. Im Inventar platzieren. Warum haben wir denn jetzt die Singfähigkeit erworben? Chiquito. Vögel. Bringt uns jetzt die Federn? Ja. Loben. Streicheln. Bisschen. Ja, wir sind beide ganz nass, ne? Könntest du die Vögel da hinten bitte nochmal jagen? Aber wir sind beste Freunde. Danke. Alles ernten vom Gänseblümchenstrauß. Und er läuft. Öffnen. Öffnen. Verkaufen. Fossil extrahieren. Versteinertes Euter. Wir finden lauter coole Sachen. Öffnen. Und was haben wir denn hier? Öffnen. Wow. Oh, wir haben so gute Sachen. Also wir haben jetzt schon 1000 Simoleons. Und wir kriegen nochmal voll viel. 480. 180. 35. 40 und 35. Das ist ganz schön viel. Und da ist noch was. Öffnen. Chiquito, du bist toll. Professional singen. Warum singst du denn immer? Möwen, Enten, Papagei. 120.
Chiquito hat ein wildes Eichhörnchen besiegt. Toll, Chiquito. So, wir haben jetzt ein paar Simoleons. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon ein Dach über den Kopf kriegen. Versuchen wir es einfach. Ich sehe da noch Steinchen. Okay, 40 Simoleons noch und die hässlichsten Fliesen auf dieser Welt. Aber Trockenwand. Das ist eine Trockenwand, ich würde sagen. Elche und nehmen wir die Kreuze und was immer das hier ist. Oh Gott. Gehen wir einfach davon aus, der Fußboden bleibt nicht lange. Also wir haben noch 8 Simoleons, aber wir könnten für euch reinstellen. Uns fehlt nicht mehr viel Geld, dass wir uns auch noch ein Klo leisten können. Ich würde sagen, das kriegen wir zusammen. Sie hat ja vorhin irgendwie angefangen zu singen, anstatt zu machen, was ich wollte. Dann wird jetzt gegraben. Und geerntet. Und nochmal gefischt. Und Frösche werden gesucht. Das hat Madame ja eben nicht gemacht. Aber ihr Haus ist schon ansehnlich und Chiquito hat jetzt endlich ein Dach über den Kopf. Oh, die nein, die Post wurde zugestellt. Da ist Chiquito. Ah, schon wieder ein Kopie. Lohnt sich richtig. Wir brauchen unbedingt noch eine Mülltonne. Mal gucken. Angelt. Sie ist glücklich. Und die Fische waren wieder zu clever für mich, aber wir haben ein Guppi. Und ein paar Fossilien noch. Ich will nach Hause gehen. Und ein Kristall haben wir noch gefunden. Und eine Enzyklopida Vampiria. Ja, mein Gott, ich hätte euch gerne alle. Die armen Streuner. Warum gibt es bei den Sims so viele Streuner? Okay, Chiquito, wir haben dich lieb. Chiquito, einen Ball geben. Ja, wir haben großen Hunger, das haben wir. Nilliker, Vinda. Liebe spüren. Tierpflege. Freundlich. Du bist. Gesicht lecken. Süß. Streicheln. Oh, liebe Hanna, Waxwing. Ja. Oh Gott, Chiquito, du bist so süß. Wir pflanzen einfach nochmal schnell ein paar Erdbeeren in den Garten. Pflanzen, pflanzen, pflanzen. Und dann schicken wir dich zum Veredeln zum Juwelier. Oh, Chiquito, da sind Tauben zum Jagen. So, jag die beiden Vögel, schwärme mal bitte. Und bring's mir dann gleich. Da kommt er angelaufen. Post bekommen.
Wo ist das? Ach, da. Warte, wie kommst du dir, Chiquito? Öffnen. Sammlung vollständig. Wir haben alle 12 Federn gesammelt. Ja. Hier hingehen. Das wollte ich schon immer mal tun. Öffnen. Ach. Sehr hübsch. Das hat sich ja richtig gelohnt. 60. 110. 35. Dann würde ich sagen, wir können es schon Klo kaufen. Das ist wichtig. Wir haben schließlich auch ein Badezimmer. Müssen wir nicht mehr in den Busch gehen. Und wir könnten Chiquitos Klo auch zu unserem Klo tun. Und küchentechnisch. Kann man zum gebrauchten Kühlschrank kaufen. Einen gebrauchten Herd. Und gebraucht. Das ist so gut, dass es das gebraucht gibt. Ja, wir haben so eine Küche. Öffnen. Backen. Wir kochen. Du hast nicht genug Geld. Achso, wir haben ein Simoleon. Maus, wenn du deprimiert schlafen möchtest, dann machst das doch richtig. Oh, Chiquito! Nein, nein, nein! Das darfst du nicht. Geh da runter! Können wir dich in die Arme rufen? Dann gehst du da herunter. In die Arme rufen. Kann ich dir nicht sagen, dass du da runtergehen sollst? Hochheben. Ah, runter da! Cerealien essen. Nein, Chiquito. Ja, das finde ich süß. Das darfst du machen. Chiquito. Oh, diese Katze. Dieser Kater. Umarmen wir ihn. Vielleicht beruhigt er sich dann ein bisschen. Vielleicht gehen wir nochmal fischen. Und go. Die Erdbeeren wachsen. Und Sue geht nochmal fischen. Oh Gott, Überstreuler. Ich darf die mir gar nicht genau angucken. Oh. Ich habe nachher wirklich noch die Erdbeere gefangen. Die verrückte Katzen bei mir. Viel Spaß beim Angeln. Oh, wir sind Level 3. Wir können nun mit Ködern angeln und größere und bessere Fische aus dem Wasser ziehen. Und mit Spielzeug haben wir geangelt. Immer eine Erdbeere. Das war irgendwie internationaler gitarrischer Angeltag. Okay, wir gehen nach Haus. Ach, süß. Wir sind selbstsicher. Ganz dolle. Weil wir haarige Gefühle haben. Wir haben haarige Gefühle. Ja. Yeah. Danke, Sims, für diese Worte. Oh, da wächst was. Was wächst da? Es ist ganz versteckt. Was wirst du? Was bist du? Bist du... Eine Kuschelmünze. Komm, das nehmen wir mit auf den Weg. Katzen. Ich habe eine Katze. Wie ein Champion pieseln. Dann kriegt er noch Fressen von mir. Komm, was machen wir mit dem Buch? Wir sind kein Vampir. Dafür können wir unserem Tier was zu essen kaufen. Erdbeeren habe ich noch. Nicht essen. Nein. Böse Pflanze.
setzen und pflanzen. Und dann gehen wir ins Bett. Wir müssen unbedingt mal duschen. Das ist so süß, Chiquito. Du bist so süß. Wir gehen duschen unter unserer coolen Dusche. Wie wir aussehen. Ja, wir wissen, dass du stinkst. Und ich habe jetzt Geld, um mir Essen zu machen. Frühstück servieren. Rührei mit Speck. Ist gut. Hier. Also, dann haben wir auch schon die Kochfähigkeit, aber... klappt nicht so gut. Wie die meisten Tiere kann auch Chiquito auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Behalte deinen pelzigen Freund im Auge, um die individuellen Interessen kennenzulernen. Aber wir gehen auf die Gikom. Chiquito, ausschimpfen! Du sollst damit aufhören. Gemein. Anbrüllen. Ja, wir haben keinen Kratzbaum für dich. Es ist meine Schuld. Ich erkenne es. Aber trotzdem, hör auf damit. Böser Chiquito. Ich will jetzt auf die Geek kommen. Kratzbaum. So. Katzen brauchen immer so viele Sachen. Los. Fortsetzen. Oh, geh da runter. Warum kann man den eigentlich nicht so ausschimpfen? Ja, Mibahaba. Ach, ist doch egal, wir gehen jetzt auf die Geekom. So. Nein. So. Zur Geekom reisen. Mit mir. Ganz allein.